Ja, besser ist das. So, dann greifen wir doch mal an. Du hast relativ hohe Mannstärke, die drüben bleibt. Die geplünderten Ressourcen sind überall etwas schlechter. Dann wette ich doch mal. Alternativ nehmen wir dich, dann kannst du nämlich die Artillerie-Spezialisierung zu Ende machen. Auf der anderen Seite, du lernst es auch. Beliebtes Mandata Expectant! Formation, wählt eine Formation. Maligbegrissen, schwaches Zentrum. Ich glaube, ich nehme das schwache Zentrum. Alicite Hostis! Dann möchte ich gerne einen Ansturm haben. Oder möchte ich vielleicht. Ich werfe die Pila, wie üblich. Alicite Pila! Und ein Manipel bricht ein. Das ist natürlich doof. Guten Beispiel voran. Macht hohes Risiko. Das Manipel opfern. Ist auch doof. Ah, dann nehmen wir halt die Moral. Starte! Starte! Wir können sie so oder so nicht zerrücken. Dann bringen wir erstmal ein paar Leute zurück. Ah, 6 Denarii, hier eine Sklavin, 3 Rationen und die feindlichen Soldaten haben sich zurückgezogen. So, was haben wir denn da für Missionen? Wir haben hier 85% Wahrscheinlichkeit für 10er mehr Erfahrung, 400 Rationen. Rationen haben wir eigentlich genug im Moment. Oder 200 Denarii, komm. Dann bringen wir halt Material rein. So. Die Aufgabe ist gescheitert. Ich hätte das gerne nochmal. Wieso scheitert ihr schon wieder? Geht doch. Bei Nahrung kann man relativ einfach nachordern. Okay. Jetzt müssen wir 9 von 11. Das ist doch nicht wahr. Du hast gerade Dinge getan. Jetzt musst du noch mehr Dinge tun. Gut, dann hätte ich gerne den Bauernhof da eingenommen. Noch ein Dings zum Zeug einsammeln. Eine Nachricht von der Legio Vitrix. Eine Frau zu Pferd holt euch ein und eure Prätorianer gerade auf der Straße ein. Sie ist wie eine Zivilistin gekleidet, aber spricht Latein mit einem klaren römischen Akzent. Sie überreicht euch einen Brief mit der üblichen Verschlüsselung und verabschiedet sich respektvoll. Der Brief stammt von Kommandant Centuriones der Legio Vitrix. Legate. Trotz der römischen Blockade aller Nachschublinien in den Regionen rings um Chalkedon hält sich Bithynia weiterhin ungeschwächt. Wir haben für euch die gefangenen Rebellentruppen in den von euch befreiten Regionen befragt, um vielleicht mehr darüber zu erfahren, wie sich Bithynia unserer Eroberung erwehren kann. Ich glaube, wir haben endlich die Antwort darauf gefunden. Wir haben hartnäckig nachfragen müssen, aber einer der Gefangenen scheint eine interessante Geschichte zu erzählen zu haben. Sucht mich zu passender Zeit im Lager auf, um euch anzuhören, was er zu sagen hat. Wenn seine Geschichte stimmt, mag sie der Schlüssel zu Bithynia sein. Euer bescheidener Untergebener, Metzilius Cabo. Ja, das ist doch schön. Halt, nein. Erst das Zeug da mitnehmen. Und dann zurück ins Lager. Dessen können wir hier mal ganz kurz in den Jagdgrund gehen und neue Nahrung sammeln. Davon haben wir nämlich reichlich gerade ausgegeben. So.
tracken wir mal diese Quests. Bitte entschuldigt mich. Wir haben ihn für euch etwas weich geklopft, Legate. Ihr? Ja, Eftimios aus dem Fischerdorf in Troas. Ich bin überrascht, dass ihr mich unter all dem Blut erkennt. Achte darauf, wie du mit Legato sprichst, wertloser Hund. Leg doch mal meine Hand an, wie wir den Rest des Krieges Latrinendienst haben, mehr alten Merkus. Man wird keine Fragen mehr beantworten, können wir den weiter auf einschlagen. Beantwortet meine Fragen, verscheut euch, für den Blut euch gesehen. Ich glaube. Verstanden. Verdammt, wir haben ihre Moral verloren. Oder egal. Ihr solltet froh sein, noch zu leben. Wenn ihr weiter anmelden wollt, werde ich mit Fragen aufrichtig behandeln. Ich entschuldige mich für eure Behandlung, aber soweit ich weiß, benötigen wir wichtige Informationen, die nur ihr uns. Was wollt ihr wissen? Mir wurde gesagt, ihr wüsstet, wie ihr Pontus trotz unserer Blockade weiter in den Nachschub erhielt. Gib mir einen Grund, warum ich euch nicht töten sollte. So ist es. Ein Fischer umgeht die Blockade. Nennt mir seinen Namen. Der nennt sich Erastus. Aber ich glaube nicht, dass das sein echter Name ist. Das ist unmöglich, wir können die Blockade durchbrechen. Es gibt keine Blockade. Er erhält die Vorräte direkt von einer römischen Galeere. Das hieße doch... Genau. Eure eigenen Leute unterstützen König Mithridates. Das ist ein immenses Risiko für einen einfachen Fischer. Man sollte diese Aufgabe zugeben. Erastus ist alles andere als ein einfacher Fischer. Etwas an ihm ist anders. Die Leute sagen, er sei früher Pirat gewesen. Ich schätze, das ist seine Vorbereitung auf den Ruhestand. Außerdem ist es schwer zu widerstehen, wenn Römer einem helfen, Römer zu schlagen. Und wer hilft ihm? Das weiß ich nicht. Es heißt, dass ein Senator in die Sache verwickelt ist. Ich denke, wir haben eine ziemlich gute Vorstellung davon, welcher Senator das sein könnte. Das beschäftigt Scaevola also derzeit. Er muss sein Vermögen damit gemacht haben. Und ein einzelner Fischer versorgt die ganze Armee? Ich habe keinen Grund, euch zu belügen. Außer ihr habt allerdings auch nichts mehr zu verlieren. Nun, Erastus ist das Hirn hinter dem Unternehmen. Aber er hat eine ganze Bande als Unterstützung. Eine Truppe hartgesottener Gestalten. Sagt uns, wo der Erastus lebt und eure Leiden haben ein Ende. Er benutzt einen kleinen Anleger in meinem Dorf in Troas. Vom Markt aus einfach die Küste runter. Naja, wir werden ihn trotzdem noch mal ganz kurz hier behalten, denke ich. Wenn es sein muss. Dafür ist er jetzt ganz gut und so. Also, keiner darf dich mehr schlagen. Und Hallöchen, Kiffcookie. Na, schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich sollte dich einfach Cookie nennen. Das klingt vielleicht besser, oder? Ich weiß es nicht. So, die Armee. Kann da jetzt. Jetzt muss ich den ganzen Weg darüber, weil du. Weil du woanders hingerannt bist. Alles klar. Aber die Armee kann sich da jetzt, glaube ich, noch eine Runde ausruhen. Mir geht's gut. Das ist schön. Das klingt gut. Freut mich zu hören. Ah, Vitalis ist geheilt worden. Olivenhain, der gewundene Pfad durch die Berge in die Region geht euch langsam auf die Nerven, aber auf der Suche nach einer Abkürzung findet ihr euch in einem Olivenhain wieder. Leider stellt sich der Hain als richtiger Wald heraus. Die niedrigen Bäume nehmen die Sicht und bald verliert ihr Orientierung. Ja, wir gehen trotzdem mal weiter. Entgegen einer Vernunft geht ihr weiter und versucht einen Weg durch den Olivenhain zu finden. Es dauert lange, bis ihr den Wald hinter euch lassen könnt, und eure Prätorianer sind nicht von der Entscheidung begeistert. Na, ja, verdammt. Allerdings haben eure Leute auf dem Weg durch den Hain auch eine Menge leckere Oliven geerntet. Ach, das ist doch schon mal was. Ich weiß nur nicht, ob ich schon mal hier war. Also nachdem du mir jetzt nicht als jemand angezeigt wirst, der das erste Mal hier in diesem Kanal geschrieben hat, würde ich behaupten, du warst schon mal hier und hast sogar irgendwas geschrieben. Aber ich vermute, es ist schon etwas länger her, weil ich kann mich tatsächlich auch nicht dran erinnern.
So, rennen wir wieder zum Schiffchen. Nicht mal in der Region darf man alle eine erobern. Was habt ihr herausgefunden? Ja, Skevola arbeitet mit einem Schurke aus Troas zusammen. Dieser Mann transportiert die Vorräte im römischen Schiff in der zu einer Höhle unterwegs. Das ist gut. Sehr gut sogar. Findet diesen Schmuggler und schiebt diesem hintertriebenen Unternehmen einen Riegel vor. Das könnte uns den nötigen Vorteil bringen, um diese Belagerung zu brechen und Kotta zu retten. Sorgt dafür, dass ihr dieses römische Schiff findet und es durchsucht. Wenn wir stichfeste Beweise in die Hände bekommen, können wir Vitellius Scaevola ein für allemal erledigen. Sehr gut, da bin ich nicht alleine, verständlich. Nein, keine Sorge. Bei mir bist du definitiv nie alleine vergesslich. Ich bin immer mit vergesslich, also von daher. Ich werde euch nicht enttäuschen, Konsul. Das weiß ich. Viel Glück. Und wieder losrennen, herkommen, losrennen, herrennen, loskommen. Ach ja. Sehr gut, dann sollen wir wohl da los. Wie sieht unsere Legion mittlerweile aus? 3600 Mann, gegnerische Armeestärke hier 4000. Das ist nicht gut. Da müssen wir wohl, glaube ich, noch ein paar Mann warten. Oder nochmal warten, bis sie da eine Armee losschicken oder so. Ja, Feindrücken ran. Eure Gruppe reitet durch ein weiteres dieser armen, aber doch idyllischen Dörfer, von denen Asaminos wohl zu sein scheint. Gerade als ihr auf dem Weg zu. Gerade als ihr euch auf einen Weg begebt, der sich aus dem Dorf schlängelt und ins Gebirge führt, bedeutet ein älteres Paar respektvoll Halt zu machen. Die gesenkten Stingen stellen sie sich vor, diese Einheimischen sind grob treu übergeben, da bla bla hatten wir schon mal. Und irgendjemand will die Gumedia angreifen. Nach allem, was ihr gehört habt, ist die Armee bereits unterwegs. Ja. Passt schon, wir haben aber aktuell keine Armee dort. Weshalb wir die Legion rüberlaufen lassen. Die braucht natürlich 12 Stunden, bis sie da ist, aber das stört mich jetzt mal nicht. Ja, wir betreten mal das Dorf. Dir, mit dir, mit dir und mit dir. Ja, du bist erfreut. Du darfst auch mitkommen. Ach ja, taktische Gegenstände sollte ich aber verwenden. Jetzt, wo dieser Tooltip da steht. So, du bist da drüben rüber. Wer hätte das erwartet? Na, wo bleiben wir denn? Pommes gibt's nicht dazu, was auch immer das ist. Ja, der Fisch. Bitte, sagt euren Soldaten, dass sie meine Tochter in Ruhe lassen sollen. Sie ist eine tugendhafte... Da, genau wo er laut dem kleinen Eftimios sein sollte. Reden wir mit ihm. Ihr wollt reden? Man hat uns entdeckt! Lasst alles fallen und greift an! Komm hier. Ich bin nicht. Ach, Jupiter soll euch alle holen. Woher kennt ihr meinen Namen? Ich arbeite für Vitellius Cordelia und ich habe politische Lager bei Kisios gesehen. Ihr könnt nichts von mir verlangen. Sagt einfach, was ihr macht. Ach. Habt ihr das? Und was habt ihr dort getan? Ich habe mich gerade ausgespielt. Ihr habt bei Mercurius, hat sich das ausgezahlt. Ich bin beeindruckt. Aber unser Geschäft hier geht euch nichts an. Geht, solange ich mich gnädig fühle und euch die Chance dazu gebe. Nein, leider gibt es keine Pommes zu dem Fisch. Wie viel zahlt euch, Skevola? Na dann, versucht es. Wie ihr wollt. Machen wir das, was wir am besten können. Töten sie alle. Bogenschütze steht da, das passt eigentlich.
hätte gerne dich und dich getauscht. Ah, das passt. Oh, wie gemein, er ist zuerst dran und taucht ab. Wartet hier, bis sie zu uns kommen. Okay. So. Ach, das war der. Ja, du kannst auch nur drum rum. Na, ist okay. Dann machen wir es halt so. Drei bis sechs Diebschaden jeweils. Komm. Bringen wir dich einfach um. Natürlich bohrenden Schaden. Und du hast nochmal einen Schaden. Okay, hinterher. Machen wir mal einen Moralschaden. So, was haben wir denn da noch? Ach, ich hätte jetzt anders machen sollen. Egal. Du läufst darüber. Tot. Zweifelkunst. Das Spiel sieht ganz, sehr interessant aus. Ja, es ist, also es ist jetzt der dritte Abend, an dem ich spiele. Da sind mehr Gegner. Du bist ein schwuler Schildträger und da oben stehen bis zu drei Leute. Und es geht halt darum, dass du ein, also der Kommandant einer römischen Legion bist. Und es sind halt auch Rollenspielelemente mit dabei, was ich sehr lustig finde. Okay, dich. Verdammt. Du kommst da auch nicht mehr dran. Aber du kommst hier noch einen Schritt weiter. So. Haha, ausgewichen. Sehr gut. Jetzt habe ich aber nicht mehr genügend Punkte dafür, um andere Dinge zu tun. Das finde ich doof. So. Du wirst jetzt einfach abwehrend. Ist da drüben in Deckung und jetzt zieht euch jetzt mal einen Schritt zurück. So. Ja, da hast du jetzt einen Schritt zu wenig, das heißt, ich kann gerade keine Fertigkeit mehr machen. Und das hier ist jetzt quasi der. Der Rollenspielkampf. Er ist auch taktisch und definitiv spannender. Autsch, er hat mich angezündet. Definitiv taktischer als. Wenn sich irgendjemand bewegt, bekommt er einen Pfeil ab. Als alle anderen Kämpfe, das wollte ich jetzt sagen. Du bist gezeichnet. Der nächste Fernkampf gegen diesen. Au.